Am 24. Mai 2022 stellten sich im Bauerngut Rötlitz die vier Bürgermeisterkandidaten der Stadt Liechtenstein, Erik Schöniger, Alexander Illing, Dr. Markus Bergmann und Jochen Fankhänel, erstmals in einem Wahlforum den Fragen und Wünschen der Anwesenden zu ihrer bevorstehenden Bürgermeisterkandidatur. Etwa 150 interessierte Bürger waren erschienen und lauschten sowohl im Saal als auch im Freien den Worten der Kandidaten. Dennis Karatas und Richard Winkler vom Liechtensteiner Fernsehkanal LFA moderierten und lenkten die Podiumsdiskussion. In einem 180-Minuten-Marathon wurden zahlreiche Themen aufgegriffen, welche den Anwesenden auf dem Herzen lagen. Darunter waren beispielsweise Themen wie der Finanzhaushalt der Stadt, das Vereinsleben und Ehrenamt sowie Wohnraum und Straßenbau. Die Diskussion verlief im Allgemeinen ruhig und die Kandidaten waren sich in den wichtigsten Punkten eigentlich relativ einig darüber, wie man die Umsetzungen realisieren könne. Beim Thema Straßenausbaubeiträge stimmten alle für ein Nein, was den anwesenden Bürgern sicherlich aus der Seele sprach. Über die Zukunft des Unionhofes gingen die Meinungen dann aber doch auseinander. Während die Kandidaten Bergmann und Fankhänel ihr Augenmerk eher in Richtung Kulturpalais lenken, sahen Alexander Illing und Erik Schöniger die Sache nicht ganz so dramatisch und stellten dem Haus doch eine Zukunft in Aussicht. Einen entscheidenden Vorteil konnte an diesem Abend keiner der Kandidaten für sich ausmachen. Man darf also gespannt sein, wie sich der Wahlkampf bis zum 12. Juni dieses Jahres entwickeln wird.